Das Halbfinale ist vorbei und wir wissen endlich, wer im Finale steht. Doch wer genau steht im Finale? Das schauen wir uns jetzt an bei den Goat News. Hallo und herzlich willkommen zu den Goat News. Wir haben letztes Mal eine Abstimmung gestartet und ihr konntet bestimmen, wer denkt ihr, wird Game of Goats gewinnen. Und wir haben die Abstimmung einmal ausgewertet und erreichte Jay Taylor mit 44% den ersten Platz. Ich würde sagen, er hat eine ziemlich große Fanbase. 19% dagegen erreichte Team Trent, genauso wie Team Family Force. Und den letzten Platz, beziehungsweise das Team, wo ihr sagt, na, die gewinnen wohl eher nicht, belegt Team Jim mit 16%. Aber bisher ist ja noch alles offen und wir gucken mal, wer es überhaupt ins Finale geschafft hat und wer jetzt um Platz 1 spielen kann. Als erstes haben wir Jay Taylor gegen Team Family Force. Doch wie dieses Spiel ausgegangen ist, wird uns jetzt unser Außenreporter sagen. Erik, wo sind Sie gerade? Hey Maurice, ich befinde mich hier bei Jay Taylor. Wie ist das Spiel denn ausgegangen? Bist du gerade beim Gewinner oder beim Verlierer des ersten Halbfinalspiels? Und wer hat die Möglichkeit bekommen, ins Finale einzuziehen und um Platz 1 zu spielen? Beim Gewinner natürlich. Jay hat es überraschenderweise ins Halbfinale geschafft. Na, das klingt doch gut für Jay. Fängt die Familie etwa an zu bröckeln? Erik, was machen Sie da? Sie wühlen schon die ganze Zeit in den Karten rum. Erik? Oh, es tut mir leid. Ich kann es selbst noch nicht ganz glauben, dass er es ins Halbfinale geschafft hat. Deswegen versuche ich zwischen den Boostern und Karten von ihm irgendwelche Hinweise zu finden. Meinen Sie etwa, er hat geschummelt? Nee. Oder irgendwie anders getrickst, um zu gewinnen? Nee, geschummelt hat er nicht. Jedoch ist es eine riesige Überraschung, dass er das Spiel gewonnen hat und ich verstehe nicht ganz wie. Na, lassen Sie es gut sein. Denn durch Übung und Training kann schließlich jeder gewinnen. Ja, da haben Sie schon recht. Aber ich versuche hier weiter nach irgendwelchen Hinweisen zu suchen und ich melde mich, wenn ich irgendwas finde. Aber bis dahin erstmal zurück ins Studio. Dann viel Glück dabei und ich würde sagen, machen wir weiter mit dem nächsten Spiel. Im Halbfinale trafen zwei Giganten aufeinander und zwar einmal Team Jim gegen Team Trent. Beide schenkten sich nichts und Team Jim teilte links eine raus, rechts eine raus und auch Team Trent teilte einen Ast hier aus und einen Ast da aus. Doch wer gewinnt? Mensch gegen Baum. Doch bevor wir diese Auflösung geben, haben wir unseren Praktikanten einmal rausgeschickt, um das zu testen. Ja gut, obwohl es hier sehr eindeutig war, dass der Baum gewonnen hat, hat es Team Jim dennoch geschafft und bezwingt Team Trent. So ist Team Jim also im Finale. Also stehen die Finalisten fest und auch die Verlierer treten nochmal gegeneinander an und spielen um Platz 3. Im Finale treten somit Team Jim gegen Jay Taylor an und um Platz 3 spielen Team Family Force gegen Team Trent. Na, wer hätte das gedacht? Wichtig zu erwähnen ist, dass die Spiele im Best of 5 gespielt werden, denn wir wollen ja sicher gehen, dass wir wirklich den besten Spieler haben. Und nächste Woche also dann. Das Spiel um Platz 3 wird am 27.06. veröffentlicht. Und zwar Team Trent nochmal gegen Team Family Force. Und am 29.06. wird dann das Finale von Game of Goats ausgespielt. Und zwar Jay Taylor gegen das Team Jim. Und ich würde sagen, das war's von mir. Bis nächsten Sonntag und ciao.